Sparta served as the feudal lord of the city long ago. The people who live there today take these legends as truth and worship him. Just like a god. Your Holiness! You got a jacked up notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. We must evacuate the residents back to headquarters. Report back as soon as you can. And be careful. I got it already. Though a fight every now and then does make life a little more interesting. Don't you think? Sir! Go! Get out of here! Nero! That arrogant kid possesses demonic power! Why? Why did you do this? Wait. This isn't what you think. Und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play Devil May Cry 4. Ja, ich habe die ersten drei Teile übersprungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte schon seine Gründe. Wir drücken jetzt mal auf Start und haben vergessen, ein Spielerprofil zu wählen. Ich drücke mal ganz kurz Pause und wähle eins aus. So, da sind wir wieder, haben jetzt ausgetut. Ich bin im Übrigen nicht alleine, wenn ihr also einen Husten, ein Schniefen, ein Schnaufen, ein Niesen oder was weiß ich, ich habe schon wiederholt, oder Miauen hört, genau. Dann nicht wundern, das ist mein Besuch. So, wir wollen die, was ist die HGME? Okay, wir tun die HGME-Hintergrundmusik. Ach, nee, die wollen wir natürlich nicht so leise machen. Die Soundeffekte machen wir natürlich ein bisschen leiser. Und so, dürfte hoffentlich passen. Die Helligkeit ein bisschen heller, damit ihr auch was sehen könnt. Kann ich das machen? Irgendwie kann ich da nichts einstellen, habe ich so das Gefühl. Egal, lassen wir es halt so. Untertitel ist natürlich ein, Vibrationen ist ein. Brauchen wir zwar nicht, aber egal. Spieloptionen, Zielmarkierung ein, das lassen wir alles so, wie es ist. Gut, dann starten wir mal. Na komm, lassen wir das Tutorial ein. Wir machen mal Mensch, Entfohlen. Ja, wir sind zwar keine Neulinge eigentlich, aber komm, egal. Devil May Cry.
2,000 years ago, the Dark Knight, Sparta, turned against his demon brethren and took up his sword for the sake of mankind. Though, despite his brave efforts in our names, I fear some have forgotten the truth of that great sacrifice. If the events of that terrible time were to reoccur, the fusing of both the demonic and human realms, we weak humans would have no means by which to oppose our submission. And so I ask you to unite and pray that even if such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious Savior would shelter us from the storm. Let us pray. Nero, what's wrong? I'm out of here. But it's not over yet. All this preaching's putting me to sleep. Huh?
Get out of here! I will return with help. You stall him until then! I won't hold my breath. Notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. So, ich darf endlich wieder reden. Yay! Automatisch ausgewählt, können Sie komplizierte Kombos ausführen, indem Sie... Ja, wir machen mal automatisch. So, wir dürfen jetzt gegen... Dante kämpfen. Ich finde es ja sehr, sehr traurig, aber es ist leider so, wir müssen gegen Dante kämpfen. Eigentlich bin ich hier so ein tierischer Dante-Fan. Aber leider ist das jetzt immer so. Wir müssen machen, müssen bewegen. Ja, das fand ich einfach. Toll. So. Springen. Wir sind jetzt ein bisschen so, wie wir hier rummachen müssen. Fang mich doch, fang mich doch, ich bin ein Gummibär. Gummibär, aua. Au. Und da hinten ist der Fleißer. Au. So. Ja. Was war RB? Okay. Hui, jetzt freuen wir ein wenig. Wir reinigen den Boden mit unserem Mantel. Wir wiegen ein wenig. Putzen, putzen. So, haben wir es auch geschafft. Nein, ich muss dem Tutorial folgen, sonst geht es nicht weiter. Ja, normaler Kampf, das ist kein normaler Kampf. I guess this doesn't quite cut it. What's the point of packing a sword like that if you aren't even gonna use it? Hey, Red Queen. Autsch. Also, falls du nicht lesen konntest, er hat jetzt ihn gefragt, warum er ein Schwert hat, wenn er es nicht benutzt. Und von Nero, die Red Queen kann halt so Feuer irgendwie die Finger befeuern. Und das hat er dann halt nachgemacht mit dem Griff auch so. Deswegen. Okay, drücken wir mal hier. Hui, einmal nach oben bitte. Und nochmal. Nö, okay, nochmal nicht. Und nochmal. Yay. Your tongue. It's a trick you're looking for.
fliegen, Mann, wie geil. Drücken Sie da am Gegner B, kann aus der Luft ausgeführt werden. Wenn Sie einen Gegner mit dem Devilbringer erwischen, können Sie ihn wie eine Puppe wegwerfen, dabei schwer beschädigen. Die Art des Wurfs hängt von jeweiligen Gegner ab. Okay. Yay, rote Kugeln! Rote Kugeln, eine magische roten. Ein magischer roter Stein aus kristallisiertem Dämonenblut. Bringen Sie ihn den Göttern da, um neue Kraft zu erhalten. Hallo? Okay. Na komm, lass uns ein paar Bänke zerstören. Ich brauch Kohle. Aua! Schau doch mal hier auf die Bank. Darf ich richtig kämpfen? Ja. Ich darf da richtig kämpfen, aber ich muss nicht richtig kämpfen. Ich kann auch Bänke zerstören, macht mehr Spaß. Oder geschlagen werden. Ich stehe so voll drauf. So, jetzt kann ich. Tut so weh, dann da hauen zu müssen. Human, are you? We're the same. You and... and them. Huh? Though I suspect you carry something different from the others. What are you talking about? You will come to learn the meaning soon enough. But business beckons. Hey! Adios, kid.
wir haben unsere erste Mission geschafft. Zur Überraschung aller haben wir es geschafft, ohne zu sterben. Yay! Und haben wir sogar noch ein AAS bekommen. Hört sich irgendwie falsch an, ich weiß auch nicht warum. Stolze Seele. Eine Seele angefüllt mit dem Stolz edlen Bluts. Unverzichtbar, um Fähigkeiten zu steigern. Darauf ein Husterchen. Stolze Seele. Mit Hilfe der stolzen Seele, die Sie nach Abschluss einer Mission erhalten, können Sie neue Fähigkeiten erwerben. Sie müssen stolze Seelen ausgeben, um neue Fähigkeiten zu erhalten. Bekommen Sie jedoch zurück, wenn Sie die Fähigkeiten wieder ablegen. Sie können Fähigkeiten auf dem Bildschirm Missionen beginnen, sowie während der Mission bei den Götterstatuen erwerben. Nein. Wir speichern erstmal. Ja, ich hatte schon einmal mal gespielt gehabt, aber das ist schon Ewigkeiten her. So. Deswegen ist auch dieses Spiel niemals blind bei mir. Ich habe alle Devil May Cry Teile schon komplett durch. Extremst durchgesuchtet. Einmal sogar einen Dante Must Die versucht und das funktioniert bei mir aber nicht. Ich komme meistens nie bei den ersten Boss. Is here for me? Kratos requested. She yearns for your touch. Thanks. This blade's the best battle companion a swordsman could wish for. Fortuna Castle, huh? That's what the witnesses said. Guy just came from hell. He's gotta hit up a couple tourist sites. Just so lightly in a time of crisis? You must capture him. Trust me, I'll get it done. Please be careful. You still haven't recovered. There's no time, and duty calls. Can't pass on an emergency. I must return to headquarters and report. Run! Go with the others!